24. Kapitel von Paquette und dem Bruder Giroflée. Gleich nach seiner Ankunft in Venedig ließ Candide Cacciambo in allen Schenken, allen Kaufhäusern und bei allen Freudenmädchen suchen, aber er war nicht zu finden. Jeden Tag ließ er auf allen einlaufenden Schiffen und Barken Erkundigungen einziehen, nirgends eine Spur von Cacciambo. »Mein Gott«, sagte er zu Martin, »ich bin in der Zwischenzeit von Suriname nach Bordeaux gefahren, von Bordeaux nach Paris, von Paris nach Dieppe, von Dieppe nach Portsmouth. Ich bin an der portugiesischen und spanischen Küste entlang gesegelt, habe das Mittelmeer durchquert und einige Monate in Venedig verbracht, und die schöne Kunigunde ist immer noch nicht hier. Anstatt sie zu treffen, ist mir nur ein liederliches Frauenzimmer und ein Abbé aus Périgord begegnet. Sicherlich ist Kunigunde tot. Dann lohnt es sich auch für mich nicht mehr weiterzuleben. Ach, wäre ich lieber in dem Paradies Eldorado geblieben, anstatt in dieses verfluchte Europa zurückzukehren. Sie haben schon recht, mein lieber Martin, es gibt nichts als Täuschungen und Missgeschick im Leben. Candide verfiel in düstere Schwermut und besuchte weder die Opera alla Moda, noch nahm er an deren Karnevalsbelustigungen teil. Keine der Damen vermochte ihn in Versuchung zu bringen. »Sie sind wirklich recht naiv, wenn Sie sich einbilden, dass solch ein Mestize von Diener mit 5 oder 6 Millionen in der Tasche Ihrer Geliebten bis an das Ende der Welt nachreist und sie Ihnen nach Venedig bringt. Findet er sie, so wird er sie für sich selbst behalten. Findet er sie nicht, so wird er sich eine andere nehmen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Ihren Diener Cacciambo und Ihre Geliebte Kunigunde zu vergessen.« Das war keineswegs tröstlich, und Candide wurde immer melancholischer, obwohl ihm Martin zu beweisen suchte, dass auf Erden Tugend und Glück nur selten zu finden seien, ausgenommen vielleicht im Lande Eldorado, wo kein Mensch hingelangen könnte. Während sie über dieses wichtige Thema disputierten und auf Kunigunde warteten, begegnete Candide eines Tages auf dem Markusplatz einem jungen Theatiner arm in Arm mit einem Mädchen. Der Theatiner sah frisch, rund und kräftig aus. Seine Augen funkelten. Mit kecker Miene trug er die Nase hoch und schritt selbstbewusst einher. Das Mädchen war ausnehmend hübsch und trällerte vor sich hin. Verliebt sah sie zu ihrem Theatiner auf und kniff ihn ab und zu in seine dicken Backen. »Sie werden doch wohl zugeben, dass diese beiden da sehr glücklich sind«, sagte Candide zu Martin. »Bisher habe ich auf der ganzen bewohnten Erde Eldorado ausgenommen, nur Unglückliche angetroffen, aber ich wette, dieses Mädchen und der Theatiner sind sehr glückliche Geschöpfe.« »Und ich wette, dass sie nicht glücklich sind«, gab Martin zurück. »Wir brauchen sie nur zum Essen einzuladen, und sie werden sehen, ob ich mich täusche«, meinte Candide. Schnurstracks ging er auf die beiden zu und lud sie nach einigen höflichen Begrüßungsworten in sein Gasthaus ein, um mit ihnen Macaroni, lombardische Rebhühner und Kaviar zu essen und eine Flasche Montepulciano Lacrimae Christi Zypern oder Samos zu trinken. Die junge Dame errötete, der Theatiner nahm die Einladung an und das Mädchen folgte ihm, wobei sie Candide überrascht und verwirrt und mit Tränen umflorten Augen ansah. Kaum hatten sie Candides Zimmer betreten, so rief sie, »Ja, erkennt denn Herr Candide Paquette nicht wieder?« Candide, der immer nur an Kunigunde dachte, hatte sie bisher nicht näher angesehen. »Ach, mein armes Kind«, rief er auf ihre Worte hin, »Sie haben also Dr. Pangloss in den schönen Zustand versetzt, in dem ich ihn wiedergesehen habe?« »Ja, Herr Candide, ich bin es«, antwortete Paquette. »Wie ich sehe, wissen Sie über alles Bescheid. Ich habe erfahren, welch entsetzliches Unglück dem ganzen Hause der Frau Baronin und der schönen Kunigunde widerfahren ist. Aber glauben Sie mir, mein Los ist nicht weniger traurig. Damals, als Sie mich kennenlernten, war ich noch ganz unschuldig. Und so war es für meinen Beichtvater, einen Franziskaner, eine Leichtigkeit, mich zu verführen. Die Folgen waren fürchterlich. Kurze Zeit, nachdem der Herr Baron Sie mit Fußtritten davongejagt hatte, musste auch ich das Schloss verlassen. Wenn sich nicht ein berühmter Arzt meiner angenommen hätte, wäre ich verloren gewesen. Aus Dankbarkeit war ich eine Zeit lang die Geliebte dieses Arztes. Seine Frau, die rasend eifersüchtig war, verprügelte mich Tag für Tag unbarmherzig. Sie war eine Furie,
Der Arzt war der hässlichste Mann von der Welt, und ich war das unglücklichste Geschöpf auf Gottes Erden, weil ich unausgesetzt eines Mannes wegen geschlagen wurde, den ich gar nicht liebte. Sie wissen doch, Herr Kandid, wie gefährlich es für eine zänkische Frau ist, mit einem Arzt verheiratet zu sein. Er war außer sich über das Betragen seiner Frau und gab ihr eines Tages, nur um einen leichten Schnupfen zu vertreiben, eine so wirksame Arznei, dass sie innerhalb von 2 Stunden unter schrecklichen Krämpfen starb.